Ja, hallo YouTube. Vor euch liegt ein weiteres Selbstbauprojekt. Es handelt sich um ein Brotmesser, wie man unschwer erkennen kann. Und zwar habe ich hier wieder den beliebten Klingenrohling der Firma Güde aus Solingen verwendet, der für mich wirklich eine exzellente Qualität darstellt. Ich habe dieses Messer schon ein paar Mal für Bekannte und Freunde gemacht und dann kam irgendwann der Wunsch, auch im eigenen Haushalt auch mal so ein Brotmesser zu haben. Und deswegen habe ich mich dran gegeben und habe dann eben noch mal eins für mich gemacht. Es ist wie gesagt ein Klingenrohling der Firma Güde. Es ist ein Integralmesser, das heißt also, dieser ganze Aufbau ist hier aus einem Stück geschmiedet und ich habe dann nur noch die Griffschalen drauf gesetzt. Der Stahl ist ein Rostfeier X430-21 Stahl. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Das ist ein Wellenschliff. Die Gesamtlänge sind 330 mm und die Klingenlänge beeindruckende 200 mm. Die Klingenstärke liegt bei 2 mm und die Klingenhöhe bei 30 mm. Das Gesamtgewicht des Messers ist 202 Gramm und die Griffschalen sind aus Honduras-Palisander, der mit einem, ja, der verklebt ist und mit einem zentralen Messing-Mosaik-Pin noch verziert oder befestigt wurde. So, glaubt mir das mal, dieses Ding ist scharf wie die Hölle. Man braucht also ein Brötchen oder sowas gar nicht zu sägen oder was, man zieht das einfach durch. Das geht in einem Rutsch auch aufgrund der Länge. Man muss halt nur aufpassen, dass man aufhört, wenn das Brötchen zu Ende ist und die Finger anfangen. Das heißt also, wenn das Brötchen rot wird, dann hat man zu weit durchgezogen. Und ja, im Bekanntenkreis, wo ich das Messer dann dahin gegeben habe, da ist das leider auch schon passiert. Gut, das also zu meinem Brotmesser. Vielen Dank fürs Anschauen. Hoffe, hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.